Herzlich also willkommen am 3.5.2020. Heute ist Sonntag. Wir haben heute meinen Schminktisch fertig aufgebaut und auch schon eingeräumt. Eine Schublade fehlt mir noch, aber dafür hatte ich heute keine Zeit mehr. Das muss ich mir morgen anschauen. Und das Aufbauen hat ziemlich lange gedauert. Und ja, jetzt ist alles fertig und morgen kann ich euch ein Bild liefern, wenn alles eingerichtet ist. Und dann möchte ich auch ein Bild vom Büro schicken. Und mit der LED-Beleuchtung und dann zeige ich euch alles. Oder über Video am Handy. Mir geht's heute ganz gut. Ich bin froh, dass der Tisch fertig ist. Ich bin ziemlich müde, was man an meinen hängenden Augenlid schon wieder sieht. Ich habe ziemlich Kreuzschmerzen, obwohl ich nicht viel tun musste, außer meine Schminksammlung organisieren. Aber das hat mir ziemlich Kreuzweh gemacht. Und ich war gerade duschen und habe noch nasse Haare, deswegen diese Welle hier. Der Tag ansonsten war relativ langweilig, es war nichts los. Meine Tante war kurz da mit der Familie, weil sie bei meiner Oma waren. Und die haben uns kurz besucht, aber da habe ich mich nicht dazu gesetzt, weil ich mit dem Schminktisch beschäftigt war und da weiterkommen wollte und so. Und morgen kommt Claudia das erste Mal. Ich bin irgendwie schon nervös, obwohl ich sonst nie nervös bin, wenn eine Assistentin kommt. Aber irgendwie bin ich jetzt nervös, weil ich nicht weiß, was mich erwartet und ob wir uns verstehen und so weiter. Es ist gleich bis 17:30 Uhr da. Und das ist doch eine ganz schön lange Zeit. Für den ersten Tag. Und ja, deswegen bin ich nervös. Ich habe Kerstin gestern nicht mehr kontaktiert. Wollte es heute noch tun, aber ich weiß noch nicht, ob ich es mache. Vielleicht auch morgen früh. Je nachdem, wann ich aufstehe. Ja, sonst gab es nicht viel. Ich war den ganzen Tag mit dem Schminktisch beschäftigt. Und meine Eltern auch. Und wir haben mein Wohnzimmer wieder eingeräumt. Und morgen besorgt mir mein Vater eine Couch und ein Kastel mit, oder ein Kasten mit Schubfächern, um noch mehr unterzubringen und da nicht so eingeschränkt zu sein, bei Möbelix oder so. Das Komische ist, auf der Möbelix-Seite ist das Sofa teurer als im Möbelix-Prospekt. Und deswegen muss er so ma dort morgen anrufen, was für ein Preis jetzt gilt. Weil anscheinend wäre der Preis noch bis 9.5. aktuell und also im Internet und im Prospekt ist es aber günstiger. Und da müssen wir uns erst erkundigen, was für ein Preis jetzt gilt. Und wie ist es, wenn man es bestellt? Mir geht's ganz okay. Ich bin ein bisschen müde, aber sonst geht's mir gut.
Ich bin auch relativ glücklich, dass jetzt der Tisch steht und einige Schwierigkeiten hatten wir noch beim Zusammenbauen. Also habe ich Glück gehabt, dass er heute überhaupt steht. Und sonst wäre es erst morgen was geworden. Aber ja. Wie gesagt, sonst gibt's nicht viel. Nächste Woche habe ich am Donnerstag um 17 Uhr Gespräch mit Christoph. Und das nächste Mal machen wir uns wieder was aus. Und dann möchte ich eigentlich wieder zu ihm fahren. Aber mal schauen. Von Kerstin habe ich schon länger nichts mehr gehört. Aber ich überlege, ob ich sie heute noch kontaktiere. Ja. Das war im Großen und Ganzen alles. Wieder nur 6 Minuten Block, aber momentan gibt es nicht mehr zu erzählen. Und die Bilder folgen morgen. Und ja, dann wird man sehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht, wann immer ihr das Video seht. Ciao, macht's gut. Eure Ines.